darf das doch bestimmt nicht berühren. Hüppala! Nee. Wir müssen darüber. Wie soll ich das denn anstellen? Immer mit der Röhre erstmal hier sammeln. So, gibt's hier vielleicht noch was? Ja, na klar gibt's hier was. Warum soll es hier auch nichts geben? Warum habe ich nachgefragt? Ganz ehrlich. Das war sowas von unnötig. Könnte ich mir selbst ins Gesicht schlagen. Diesen dummen Kommentar. Ja, rennen in die Axt. Ja, lad nach. In aller Ruhe. Fuck. Puh. Und ich habe meine Blendgranate behalten. Das ist schon mal sehr gut. Wo kam der denn her? Ja, das war so klar. Der frisst praktisch meine Kugeln. Das ist nicht cool. Ehrlich nicht. So, war's das? Was macht denn der Schalter da hinten? Nochmal. Ich will den mal lieber aktivieren. Ach, Licht! Ja gut, das hätte ich gebrauchen können. Rein mit dir. Ich dachte, dass der aktiviert vielleicht hier die ganzen Kabel. Das wäre ein bisschen schade gewesen, weil die gehen sofort drauf, wenn sie da reinlaufen. Was eigentlich logisch ist. So, ey, wie auf den Kontrollpunkt ich erreiche, das ist doch schön. So Schritt für Schritt. Nimm alles mit, nimm alles mit. Nehmen wir mal die Pumpgun. Puh. Kommt her, ihr Schweine. Ich habe keine Angst vor euch. Weil ich... Ihr habt Angst vor mir. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Bam. Bam. War's das? Nee. Hier geht's weiter. Yay, yay, yay. Weiter geht's. Oh Gott. Leichte Nervosität breitet sich bei mir aus. Obwohl ich keinen Grund dazu haben müsste. Weil ich ganz genau weiß, dass wir es schaffen. Hast du das auch immer auf irgendetwas zu warten, bevor es da oder fertig ist? Das ist echt eklig. Da ist ein Sessel. Sitzt da wer drinne? Nee. Das wäre echt creepy. Ein Bierchen. Oh, ey, ist da noch ein ganz schönes Stück. Huch! Aua! Das war jetzt trottelig. Wieder den Kontrollpunkt erreicht. Das finde ich sehr gut. Wir sind noch gut gerüstet mit 7 Batterien. Scheiß Rabe, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Und mit einer Pumpgun mit 12 Patronen. Scheiße, nur eine Blendgranate. Das ärgert mich. Das ist so ärgerlich. Wir hatten so viel im Gepäck gehabt. Und jetzt ist alles weg. Wir müssen über die Brücke, soweit ich weiß.
Wow, ja, 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 ja. Schwinde. Oh Gott. Das ist wirklich schon die Grenze an Horrorspiel, was ich spielen kann, wirklich. Mehr geht nicht. Sonst muss jemand mit dabei sein. Leuchtpistolenmunition. Habe ich jetzt eine Leucht... Jawoll. Okay, ich bin jetzt wieder der King. Mir kann keiner was. Und ich werde mal die Brücke aktivieren. Oh Gott, macht das Geräusche. Das klingt ja, wenn ich Blähungen habe, so ähnlich. Ah, oh, es juckt, es juckt, es juckt. Ah, so. Und ich finde überall die Thermosflaschen. Ich wette, nachher habe ich einfach 100% Thermosflaschen gefunden. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Genau das meine ich mit warten. Auf irgendwelchen Sachen, bevor die fertig sind. Weil dann passiert so eine Kacke. Scheiße. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Mach hinne. Oh Gott. Mehr Vögel. Nee, Mann, ich hasse Vögel mittlerweile. Ja, verschwindet. Ist ja nicht mehr normal. Nee, lasst mich in Ruhe. Ich hab kein Futter. Mann, das Ding dreht sich ja immer noch. Wo muss ich denn hin? Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Ja, ne? Ja. Ha, den hab ich's gezeigt. So. Scheiß Vögel. Wirklich. Kann man den Schrank öffnen? Nein. Thermosflasche. Huch. War's das? Ich kann den Fernseher anmachen. Gucken wir ein bisschen fern. Oh nee. Träumen wir davon, Schmetterlinge. Ja, Schmetterlinge zu sein. Butterfly-Effekt. Ich sehe es genauso. Huch! Der Helikopter! Jawohl, Gott sei Dank. Hallo! Ja. Finde ich geil. Lichtkegel. Das freut mich. Ich bleibe im Lichtkegel. Was? Aua. Nein. Boah. Das war ja mal wieder knapp, obwohl ich hier einen Lichtkegel habe. Das ist ja echt widerlich. So. Nein, bleib hier! Schieß das Scheißteil ab. Da war es nur noch einer. Oder auch nicht. Ach, das war ja Vergeudung. Huch, da hat sich gerade was gemeldet bei mir. Bei Windows. Egal. Jetzt komm. Auf die letzte Patrone genau. Ja, das freut mich. Und was haben wir denn noch? Oh, ist nachgeladen. Oh, ei, ei, ei. Die Vögel sind zurück! Hey, wir können nicht hier bleiben! Nein! Wo rein? Ich
Ich weiß doch nicht wohin. Oh. Alter. Haben was? Ja, Gott sei Dank. Und weiter geht's, die wilde Part. Ich hab die falsche Waffe. Ach nee. Wow, ja. Mann, immer ist noch jemand hinter ihm. Jetzt haben wir's. Irgendeiner steht immer hinter Alan. Oh, das sieht doch gut aus. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Aha. Gott. Einen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund! Beweisen Sie's! Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen! Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Ach, das ist sie, die nette Dame. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, so mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist am Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Welcher Gegenstand? Ich nehme erstmal alles mit. Die muss hier so viel an Lichtsachen haben. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Wie bitte ein Wasserrohr? Das soll doch ein Witz sein, oder? Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Kacke. Ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben, nicht wahr? Oh. Lässt du mich wieder raus? Die hat sich hier richtig barrikadiert. Wo muss ich hin, liebe Dame? Ah ja. Na, das kann ja was werden. Huch, was war das denn? Habe ich jetzt tatsächlich wieder... Das gibt's doch nicht. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Krass. Deswegen kennt sie sich auch so gut aus. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Das ist doch wohl die Kleinigkeit. Hier sind nämlich so schöne Schalter und die aktivieren wir einfach. Ist das so richtig? Nee, ne? Ich muss so rüber. Ja, doch, ist richtig. Hoffe ich. Also,
bis jetzt gut aus. Ich meine, hier taucht doch jetzt wer auf, oder? Nee? Schade. Ah, ist doch nicht richtig. Schiete. Oh, ein bisschen hier Köpfchen anstrengen. Das dürfte nicht allzu schwer fallen. Ja, aber wenn ich die aktiviert habe... Nee, so ist falsch. Ah! Das ging ja leicht. Jetzt kommt aber wer? Nee. Thermosflasche? Nee. Thermosflasche?